die wohl bekanntesten Bausteine der Welt sind jetzt programmierbar. Und wie das aussieht, schaue ich mir jetzt mal an. Herr Orak, grüße Sie. Guten Tag. Lego Boost ist eines der Hauptthemen bei Lego in dem Jahr. Was steckt denn dahinter? Dahinter steckt, dass wir jetzt in die Welt der Smart Toys mit eingestiegen sind. Das heißt ganz einfach, dass wir physisches und digitales Spielen zusammen verbinden. Wie wir schon auch ganz gut sehen können, Build, Code, Play. Also man baut das klassische Bauen, ja. Ne? Dann Code, das einfache Programmieren für Kinder, weil es ja von 7 bis 12 geht, plus das Spielen mit dabei. Und hier ist es wichtig, dass wir sozusagen jetzt ein Paket mit dabei haben, wo man 5 Modelle bauen kann. Eins sind das gleichzeitig. Diese 5 Modelle, die ich genau. hier sehen kann? Also ich hätte jetzt hier einen Bernie the Robot, okay. dann hätte ich die Gitarre 4000, dann die Fertigungsstelle, ja. dann hätte ich Frankie the Cat und den Rover noch mit dabei. Okay. Diese 5 kann ich draus bauen. Ich kann halt eins gleichzeitig sozusagen betätigen. Und wenn ich dann keine Lust mehr drauf hätte, dann könnte ich rüber zum anderen gehen und das andere zusammenbauen. Man kann mit dem Set alle 5 Sachen bauen. Genau, man okay. kann mit dem Set alle 5 Sachen okay. bauen. Programmieren, Code ist, glaube ich, so ein Thema in dem Jahr auf der Spielwarenmesse. Habe ich ein paar Mal jetzt schon gesehen. Ja, wieso? Definitiv. Also die Smart Toys, die sind immer mehr am Kommen. Immer mehr Kinder haben einen Zugang zum iPad oder zum Android, also zum Tablet. Und über das Tablet können sie jetzt sozusagen auch das Spielen mit den Lego-Spielsachen, das klassische Spielen sozusagen, gut verbinden mit dem Tablet.